Das Orgelporträt. Die Österreich-Orgel in Stadtlengsfeld. Stadtlengsfeld ist eine Stadt im Wartburgkreis in Thüringen. Seit 2014 gehört sie der Verwaltungsgemeinschaft Dermbach an. Stadtlengsfeld liegt im Tal der Felda, einem Nebenfluss der Werra in der Rhön. Der 714 Meter hohe Vulkankegel Bayer liegt etwa 4 Kilometer südöstlich der Stadt. Um 1125 veranlasste das Kloster Hersfeld die Errichtung einer Burg in Lengsfeld, um ihre Besitzungen zu sichern, und unter den Fürstäbten von Fulda wird Lengsfeld um 1260 mit einer Stadtmauer befestigt. 1326 wurde der Ort an die Abtei Fulda verkauft und dabei ausdrücklich als Stadt bezeichnet. 1359 verleiht Kaiser Karl IV. Dem Ort die Marktrechte. 1536 ist die Reformation in der Stadt Lengsfeld fest etabliert. In diesem Jahr wird der letzte katholische Pfarrer genannt. Lengsfeld gehörte in rascher Folge ab 1805 zum Kurfürstentum Hessen-Kassel, 1807 wurde es dem Königreich Westfalen zugeschlagen und wurde Hauptort des Kantons Lengsfeld. Ein Jahr später fand es sich im Großherzogtum Frankfurt und 1812 erneut im Kurfürstentum Hessen-Kassel wieder. 1813 gehörte es mit der Enklave Fulda zum Königreich Preußen und 1815 erhielt es der Großherzogtum von Sachsen-Weimar-Eisenach. Das heutige Ortsbild wird geprägt durch die 1780 bis 1791 erbaute Stadtkirche. Sie befindet sich im nördlichen Teil der historischen Altstadt auf einer leichten Anhöhe. Die Kirche besteht aus dem romanischen Kirchturm an der Ostseite und der ab 1780 angebauten Hallenkirche aus rötlichem Sandstein. Zum Abschluss der Bauarbeiten erhielt die Kirche eine neue Orgel, ein prachtvolles Instrument mit 30 Registern auf 2 Manualen und Pedal. Erbaut hat sie Johann Markus Österreich aus Oberbimbach bei Fulda. 1793 wurde die Orgel eingeweiht. In den letzten Jahren war dieses Prachtinstrument aber in keinem guten Zustand. Derzeit, Mitte 2017, ist die Orgel abgebaut und soll, wie man vernimmt, etwa 2019 in neuer, alter Pracht wieder erklingen. Darum hören wir bei diesem Orgelporträt teilweise ältere Aufnahmen aus einem Benefizkonzert,
das ich vor einigen Jahren in der Adventszeit dort zugunsten der Orgelrestaurierung gespielt habe. Die folgenden kleinen Orgelstücke des mit der Orgelbauerfamilie Österreich eng verbundenen Fuldaer Stadt- und Domkantors Michael Henkel wurden unmittelbar vor dem Abbau des Instruments aufgenommen. Der Orgelbauer Johann Markus Österreich wurde 1737 geboren. Sein Vater Jost Österreich war Schreiner und erlernte das Orgelbauhandwerk vermutlich bei dem Schreiner und Orgelbauer Johannes Wien in Blankenau. Aber erst als sein Sohn Johann Markus ab etwa 1760 den Vater in der Werkstatt unterstützte, sind Neubauten der Österreichs belegt. Es wird vermutet, dass Johann Markus seine Ausbildung bei dem Frankfurter Orgelmacher Philipp Ernst Wegmann erhielt, aber belegt ist das nicht. Seine größten zweimanualigen Werke errichtete Johann Markus Österreich ab etwa 1780. Er verwendete hierfür einen typischen langgestreckten Prospektaufbau, der als sogenannter Österreich-Prospekt in die Orgelbaugeschichte eingegangen ist. Zu nennen sind hier die großen Instrumente in Niedermoos, Bigge im Sauerland, Gemünden an der Wora, Großenlüder, Detmold und in Stadt-Lengsfeld, die mit diesem typischen 15-teiligen Gehäuse erbaut wurden. Dazu kamen in jener Zeit noch eine größere Anzahl meist einmanualiger und teilweise auch zweimanualiger Werke, von denen sich eine ganze Reihe, mal mehr und mal weniger verändert, bis heute erhalten haben. Auch die Orgel in Stadt-Lengsfeld wurde verändert, erstmals wohl im Jahre 1903, als Otto Markert aus Ostheim vor der Rhön eine Umdisponierung im Sinne der Romantik vornahm und die Spielanlage mit den Manual- und Pedalklaviaturen sowie den Registerzügen erneuerte. Markert ersetzte unter anderem auch die ursprünglichen Manualzungen Trompete und Vox Humana durch Hohlflöte und Geigenprinzipal und tauschte die Posaune gegen eine neue mit durchschlagenden Zungen aus. 1937 erfolgte eine Reparatur, bei der die Orgel wiederum drei neue Zungenstimmen erhielt und 1986 wurde das Instrument letztmals gereinigt. Aber alles in allem blieb von der Substanz der ursprünglichen Österreich-Orgel erstaunlich viel erhalten. Die derzeit laufende Restaurierung, für die Firma Orgelbau Waltershausen gewonnen werden konnte, wird uns die größte Barockorgel der Rhön wieder schenken, die sich dann ebenbürtig in eine Reihe zu anderen großen Instrumenten des 18. Jahrhunderts einreihen wird, die in Thüringen glücklicherweise noch erhalten sind.
1793 eingeweihte Orgel von Johann Marcus Oestreich in Stadt-Lengsfeld besitzt 30 Register auf zwei Manualen und Pedal. Zum Zeitpunkt des Abbaus der Orgel besaß die Orgel folgende Disposition: Das mit 14 Registern prächtig besetzte Hauptwerk, das ebenso wie das Oberwerk vom Ton Groß C ohne das große Cis bis zum dreigestrichenen C ausgebaut ist, ist auf dem Prinzipal Achtfuß aufgebaut, dessen Pfeifen wie allgemein üblich im Ersten Weltkrieg abgegeben werden mussten und die später durch Zinkpfeifen ersetzt wurden. Von Oestreich original erhalten sind im Hauptwerk die Stimmen Gedackt und Gemshorn 8 Fuß, Oktave und Nachthorn 4 Fuß, die Quinte 3 Fuß, Oktave und Spitzflöte 2 Fuß sowie, und das ist besonders bemerkenswert, alle gemischten Stimmen, nämlich Sesquialter zweifach, Mixtur fünffach und Zimbel dreifach. Von Otto Markert 1903 stammen Bordun 16 Fuß und die Gambe 8 Fuß. Dazu kommt die 1937 erneuerte Trompete 8 Fuß. Das Oberwerk verfügt über 11 Register. Hier stammen von Oestreich das Quintatön 16 Fuß, des Weiteren Gedackt und Traversflöte 8 Fuß, Kleingedackt und Duiflöte 4 Fuß, Flageolett 2 Fuß, die Quinte 1,5 Fuß und die dreifache Mixtur. Neben dem ebenfalls später in Zink erneuerten Prinzipal 4 Fuß im Prospekt finden wir hier noch einen Salicional 8 Fuß von Markert und ein orgelbewegtes Krummhorn 8 Fuß. Das Pedal ist bis zum eingestrichenen C geführt und besitzt die gleiche Disposition wie die fast zeitgleich errichtete Oestreich-Orgel in Floh, nämlich Subbass und Violon 16 Fuß sowie Prinzipalbass 8 Fuß und Oktavbass 4 Fuß, alle von Oestreich erhalten. Dazu kommt die zwischenzeitlich mehrfach erneuerte Posaune 16 Fuß. Die laufende Restaurierung wird unter anderem durch die Arbeit eines sehr rührigen und engagierten Fördervereins unterstützt, denn ein sechsstelliger Betrag will erstmal finanziert sein. Aber wenn die Arbeiten vermutlich 2019 beendet sein werden, wird in Stadt-Lengsfeld eine der wichtigsten und klangprächtigsten Instrumente der Rhön und weit darüber hinaus wiedererstanden sein.